Geschichte ist keine einspurige Straße. Ihre Wege sind nicht vorherbestimmt. Sie entsteht aus Strukturen und Entscheidungen, Wechselwirkungen und Zufällen. Es gibt nichts Alternativloses. Manchmal bestimmen Sekunden, manchmal Millimeter den Verlauf von Geschichte. Die Was-wäre-wenn-Frage hat immer das Potenzial, ins Paradies oder in die Hölle zu führen. Um zu verstehen, warum Dinge geschehen sind, muss gefragt werden, warum andere nicht geschahen. Also die kontrafaktische Methode ist kein Hexenwerk. Die ist eigentlich das, was alle Historiker machen. Manche tun es bewusst, andere tun es unbewusst, aber alle tun es. Die Frage nach Alternativen erschließt uns die Vergangenheit. Um zu verstehen, was die kontrafaktische Geschichte bedeutet, muss man erstmal die reale Geschichte verstanden haben. Ein Expertenteam unterzieht die Nazi-Herrschaft einem Geschichtsexperiment. Was wäre gewesen, wenn Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte? Bei einem deutschen Sieg wären die Aussichten extrem unschön gewesen. Doch wie realistisch war ein deutscher Sieg? Und umgekehrt, was wäre gewesen, wenn Hitler getötet worden wäre? Es war wirklich absoluter Zufall, dass eben irgendjemand, der an den Tisch ran wollte, für den die Aktentasche, die Stauffenberg da platziert hatte, im Weg war, die dann mit dem Fuß ein Stück beiseite geschoben hat. Bis heute setzt sich auch die Populärkultur mit den Schrecken der NS-Zeit auseinander. Ist es die Faszination am absolut Bösen? Die Verbrechen des Nationalsozialismus waren so unfassbar, dass sich die Menschen fragen, wie konnte so etwas überhaupt passieren? Hätten die Nazis die Weltherrschaft erringen können? Und was würde das für uns heute bedeuten? München, 8. November 1923. Der noch kaum bekannte Politiker Adolf Hitler, Führer einer rechtsradikalen Splitterpartei, will Geschichte schreiben. Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Ich werde das Deutsche Reich regieren. Die Regierung in Berlin ist abgesetzt. Hitler will die Macht an sich reißen und die verhasste Republik von Weimar zerschlagen. Der junge Staat geht aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg hervor. Viele machen die Republik für die Niederlage verantwortlich. Und viele trauern dem Kaiser nach. Die Demokratie von Weimar war im Grunde ein oktroyiertes System. Das war ein sogenannter Regime-Change, der von den Amerikanern damals gefordert worden war. Sozusagen als Voraussetzung für Friedensverhandlungen mit den Deutschen. Vielen Deutschen bleibt die Demokratie fremd. Viele leiden unter Armut und dem Gefühl, fremd beherrscht zu sein. Und nicht wenigen erscheinen die Konservativen und Rechtsextremen als eine Alternative. Die demokratischen Parteien sind von 1920 bis 1933 in der Minderheit gewesen. Das war eine sehr wackelige Demokratie. Am 9. November 1923 kommt es vor der Feldherrenhalle auf dem Münchner Odeonplatz zum Putschversuch von rechts. Der Odeonplatz ist zu der Zeit abgeriegelt von der Polizei. In der ersten Reihe der Putschisten marschieren Göring, Ludendorff, Hitler und Scheubner-Richter, zu der Zeit Hitlers außenpolitischer Berater. Als die Putschisten versuchen, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen, kommt es zu einem Schusswechsel. Angeschossen wird Göring, Polizeiabsperrung zu durchbrechen, kommt es zu einem Schusswechsel. Angeschossen wird Göring, getötet wird Scheubner-Richter. Ludendorff und Hitler, die zwischen den beiden marschieren, bleiben merkwürdigerweise, überraschenderweise unverletzt. Nach dem Putschversuch wird Hitler verhaftet und zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt. Doch für die NSDAP wird die scheinbare Niederlage zum Wendepunkt. Vor 1923 war Hitler eine rein auf Bayern begrenzte lokale Größe.
mit dem Prozess nach dem Putschversuch 1923, erhält er praktisch ein Forum der Selbstdarstellung im Gerichtssaal. Nun werden sehr viele Menschen erst auf ihn aufmerksam. Er stilisiert sich zum Erlöser Deutschlands, zum Retter Deutschlands. Nach seiner Entlassung ändert Hitler seine Strategie. Er sucht das Bündnis mit den Konservativen. Legal will er nun an die Macht kommen. Wir werden das Volk auf sie hetzen. Dann werden wir endlich gemeinsam ein neues Deutschland aufbauen können. Und zwar ohne diesen demokratischen Schwindel. Und tatsächlich wird Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler. Keine 10 Jahre nach dem gescheiterten Putsch hat es der Nazi-Redner aus München bis an die Spitze des Staates geschafft. Die Tage der Weimarer Republik sind damit gezählt. Hitler hatte schon im März 1923 verkündet, er werde dafür sorgen, dass die Reichsregierung in Berlin an die Laternenpfähle vor den Reichstag komme. Kaum an der Macht setzt Hitler seine Drohungen um. Die Nazis schaffen Freiheiten und Rechte ab, verfolgen ihre Feinde. Vor allen Dingen die Juden werden zum Objekt ihres Hasses. Zielstrebig führt Hitler das Reich in den nächsten Krieg mit katastrophalen Folgen. Doch hätte alles auch ganz anders kommen können? Wäre ohne den Nazi-Diktator der Krieg vermieden worden? Und was wäre aus der Weimarer Republik geworden, wenn beim Putsch 1923 ein bayerischer Polizist ein paar Zentimeter weiter nach links gezielt hätte? Weimar hat keinen Fehler in der DNA. Wir dürfen uns Weimar nicht kleinreden, weil es letztlich infolge von historisch nicht vorauszusehenden Ereignissen untergegangen ist. Wäre der Republik mehr Zeit geblieben, hätte eine demokratische Kultur wachsen können. Irgendwann wären die wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkriegs überwunden worden. Mehr und mehr Menschen hätten von einem Aufschwung profitiert. Sogar die Autobahnen hätte es ohne Hitler gegeben. Die Pläne dafür stammen aus der Zeit der Republik. Die Beziehungen zu den Weltkriegsfeinden Frankreich und Großbritannien hätten sich mit der Zeit normalisiert. Vielleicht wäre Weimar sogar zum Motor einer europäischen Einigung geworden. Wäre das die Zukunft eines Europas ohne Hitler gewesen? Ich denke, wenn Hitler 1923 getötet worden wäre beim Putschversuch an der Feldherrnhalle, dann wäre wahrscheinlich seine Partei, die NSDAP, auseinandergefallen oder sie wäre in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Aber der springende Punkt für mich ist eigentlich, dass die Krise der Weimarer Republik dennoch gekommen wäre. Es gibt einfach sehr viele Leute, die sehr unzufrieden mit dieser neuen Republik dann sind. Das Strohfeuer der goldenen 20er ist 1929 vorbei. 1929 erfasst die Weltwirtschaftskrise auch die Weimarer Republik. Die Folgen sind katastrophal. Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger. Der Druck auf die ungeliebte Demokratie nimmt zu. Das Problem ist, dass die demokratischen Parteien nicht zusammenfinden, sondern dass die sich untereinander bekämpfen. Ja, und das bereitet dann eigentlich erst den Extremisten von rechts und links die Bahn. Die Kommunisten lehnen die Weimarer Demokratie als kapitalistisch ab. Sie wollen einen Staat nach sowjetischem Vorbild. Wenn ohne Hitler die NSDAP nicht in Deutschland an die Macht gekommen wäre, wären dann vielleicht die Kommunisten an ihre Stelle getreten? Unwahrscheinlich ist es nicht, dass die Kommunisten auch versucht hätten, zur Macht zu gelangen in Deutschland. Aber es wäre sehr schwer geworden. Die Demokratie ist von rechts wie von links massiv attackiert worden, wobei letzten Endes die Attacke von rechts
wesentlich gefährlicher war, weil Deutschland als Land bereits industriell dermaßen weit entwickelt gewesen ist, dass es ein sehr starkes Bürgertum gehabt hat. Die kommunistische Herausforderung hat nur dazu beigetragen, dass das Bürgertum dann nach rechts gedriftet ist. Man kann nicht voraussagen, was daraus geworden wäre, aber dass die Republik sich zu einem autoritären System entwickelt hätte, ist sehr wahrscheinlich. Die erste Demokratie auf deutschem Boden hatte schlechte Karten. Doch ohne Hitler wären die Chancen ungleich größer gewesen, dass es nicht zu einem Zweiten Weltkrieg und insbesondere nicht zum Holocaust gekommen wäre. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Die Wehrmacht erobert in den nächsten Monaten halb Europa. Nach dem Fall Frankreichs im Juni 1940 steht Hitler auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Niederlage Frankreichs verändert die strategische Situation komplett. Deutschland hat plötzlich sehr viel mehr Optionen, Britannien sehr viel weniger. Die Deutschen sind verbündet mit Italien, mit der Sowjetunion, mit Japan. Frankreich ist besiegt und die Vereinigten Staaten sind neutral. Es ist kaum zu verstehen, warum die Briten glaubten, sie könnten gewinnen. Hitler plant den Angriff auf den letzten Gegner in Westeuropa. Die Luftwaffe soll die deutsche Invasion der Insel vorbereiten. Die sogenannte Luftschlacht um England beruht auf einer doppelten Fehleinschätzung. Die britische Regierung hält die Luftwaffe für sehr viel stärker, als sie ist. Die deutsche Regierung hält die Royal Air Force für sehr viel schwächer, als sie tatsächlich ist. Und so entwickelt sich der Kampf. Man startet zunächst mal einer mehr oder weniger ausgeglichenen Basis, aber es erweist sich sehr, sehr schnell, dass Deutschland mit den Verlusten nicht umgehen kann. Die britische Luftfahrtindustrie ist einfach besser aufgestellt, die produzieren mehr Flugzeuge in kürzerer Zeit. Die haben einen sehr viel tiefer gestaffelten Pool von Piloten, auf den sie zurückgreifen können. Und wirklich behält die Royal Air Force die Oberhand. Die deutschen Invasionspläne sind damit gescheitert. Großbritannien bleibt frei. Churchill triumphiert und Hitler muss seine erste Niederlage einstecken. Ausgerechnet gegen die Briten. Das Verhältnis Hitlers zu England war im Grunde eine enttäuschte Liebe. Hitler bewunderte das britische Empire, hatte aber von der britischen Kultur und auch von der britischen politischen Elite keine Ahnung. Der Diktator muss seine Pläne ändern. Am 22. Juni 1941 beginnt der Angriff auf die Sowjetunion. Das Ziel? Moskau. Hitler rechnet mit einem schnellen Sieg. Doch wieder verkalkuliert er sich. Bereits Ende August 1941 sahen viele deutsche Generäle, dass der Krieg an der Ostfront außer Kontrolle geriet. Der Angriff auf Moskau scheitert. Und im Dezember 1941 schlägt die Rote Armee zurück. Die Niederlage in Stalingrad, ein Jahr später, bedeutet das Ende für Hitlers Eroberungspläne. Doch hatten die Deutschen eine Chance, den Krieg zu gewinnen? Hätte die Wehrmacht Russland erobern oder die Briten schlagen können? Was wäre gewesen, wenn die Deutschen die Luftschlacht um England gewonnen hätten? Ein US-Propagandafilm, der 1943 in die Kinos kam, um die amerikanische Kriegsbegeisterung zu schüren, zeigt dieses Szenario. Nach der siegreichen Luftschlacht setzen die Deutschen über, erobern die Insel und nehmen schließlich London ein. Was wäre aus der Hauptstadt und aus Großbritannien geworden, wenn die Nazi-Invasion 1940 erfolgreich gewesen wäre?
Hätte Hitler dann ganz Europa unter seine Herrschaft gebracht? Hätte er die Lufthoheit über England erobern können, dann hätte er natürlich einen gewaltigen Zuwachs an Prestige erlebt. Dann hätte nach 1066 zum ersten Mal eine realistische Chance bestanden, England zumindest anzugreifen, eine Invasion tatsächlich zu starten. Ich habe meine großen Zweifel, ob diese sogenannte Luftschlacht von der deutschen Luftwaffe hätte gewonnen werden können. Aber nehmen wir mal an, das wäre der Fall gewesen. Und dann wäre möglicherweise auch die Invasion in Großbritannien, die Besetzung Großbritanniens möglich gewesen. Wie sich die Beziehung zwischen Deutschen und Briten unterm Hakenkreuz entwickelt hätte, dafür gibt es zumindest Indizien. Denn ein winziger Teil des Empires steht zeitweise unter Nazi-Herrschaft. 1940 besetzen die Deutschen nach dem Sieg über Frankreich die britischen Kanalinseln Guernsey und Jersey. Die Kanalinseln waren in einer schwierigen Situation. Sie sind sehr klein. Es gab keinen Ort zum Verstecken für die Einwohner. Und militärisch waren sie extrem verwundbar. Hitler will hier propagieren, die deutsche Herrschaft sei moderat. Hinter der scheinbaren Idylle bringt der Nationalsozialismus auch über die Kanalinseln eine Zeit des Schreckens. Jüdische Briten werden verfolgt, Nachbarn denunzieren Nachbarn. Alle anderen verlieren Freiheiten und Rechte. Wäre es wie auf Guernsey und Jersey auch der Mutterinsel ergangen? Auch in Großbritannien gibt es damals rassistische Demagogen und Anhänger des Faschismus. Oswald Mosley steht an der Spitze der antijüdischen, antikommunistischen British Union of Fascists. Hätten deutsche Besatzer im Falle eines Sieges Faschisten wie ihn zum Statthalter in Großbritannien ernannt? Hätten sie Britannien besetzt, dann hätten die Nazis wohl versucht, eine Regierung mit Kollaborateuren zu installieren. Ähnlich wie in Vichy Frankreich oder in Norwegen. Ohne Zweifel hätten sie dafür Leute gefunden. Aber wie viele, bleibt offen. Churchill hätte auch nach einer Invasion Englands den Kampf fortgesetzt. Die Flotte wäre intakt geblieben. Sie hätte die Regierung und Goldreserven nach Kanada evakuiert. Und das Königshaus. Als sich Frankreich ergab, ergab sich das ganze französische Kolonialreich gleich mit. Ich glaube, in Britannien wäre es anders gewesen. Es hätte eine große Widerstandsbewegung gegeben. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die deutsche Besatzungsherrschaft auch andernorts Widerstand geradezu provozierte. Aus den fernen Dominions hätte Britannien den Kampf mit gewaltigen Ressourcen und einer starken Kolonialarmee fortgesetzt. Dieser Krieg wäre nicht im Sinne Hitlers gewesen. Die Nationalsozialisten waren am Westen überhaupt nicht interessiert. Es ging einzig und allein um Lebensraum im Osten, wie es hieß. Schon in den 20er Jahren hatte Hitler von diesem Ziel gesprochen. Er wollte die russische Kultur auslöschen, um Platz für die Germanisierung des Ostens zu machen. Wenn wir annehmen, dass der Russlandfeldzug bis zu einem von Moskau und Leningrad geführt hätte und an dem Ural wird jetzt eine deutsche Militärgrenze aufgerichtet, die Frage ist, ob dann der Krieg tatsächlich zu Ende gewesen wäre. Die Organisation des Ostens hätte natürlich wiederum einen riesigen Blutzoll gekostet, mit Verschiebungen von riesigen Bevölkerungsgruppen hin und her und eben der Aussicht einer ständigen, wie es hieß, blutenden Grenze im Osten, also einem Krieg, der sich hinzieht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. In den Weiten Russlands wollte Hitler sein deutsches Kolonialreich gründen. Der Lebensraum im Osten würde ein riesiges Gebiet umfassen, von Archangelsk bis zum Kaukasus. Hinter einer Militärgrenze sollten bis zu 10 Millionen deutsche Bauernkrieger in Wehrdörfern angesiedelt werden, zur Aufzucht einer germanischen Rasse und zur rücksichtslosen Ausbeutung der Bodenschätze. Als Generalplan Ost werden diese Ziele heute zusammengefasst. Neben der Produktion von Lebensmitteln sollte der Osten dabei eine nie versiegende Rohstoffquelle werden, etwa für die Versorgung mit Kohle.
oder für die Bereitstellung von dringend benötigten Erdölreserven und Eisenerzen. Sie sollten die globale Machtstellung Deutschlands sichern. Die slawische Bevölkerung wird dabei als reine Verfügungsmasse betrachtet. Etwa 14 Millionen Einwohner sind als Arbeitssklaven für die Ausbeutung der Nazi-Kolonie vorgesehen. Alle anderen erwartet ein noch schlimmeres Schicksal. Wir wissen ja weitgehend, wie die deutsche Besatzungspolitik in der Sowjetunion ausgesehen hat, die maximal rassistisch geprägt gewesen ist. Und wir kennen auch den größten Teil dieser Pläne, die darauf hinausliefen, dass man mindestens 30 Millionen Bewohner Osteuropas über den Ural abschieben, deportieren wollte. Von denen wären die meisten dann an Entkräftung, an Hunger, an Kälte sehr wahrscheinlich gestorben. Das heißt, eine Ausführung des Generalplans Ost hätte letzten Endes eine Potenzierung der NS-Opfer noch einmal bedeutet. Der Genozid hätte nicht nur die Juden betroffen, sondern alle, die einer Germanisierung im Weg gewesen wären. Hitlers Eroberungspläne gehören zu den dunkelsten Szenarien, die es in der kontrafaktischen Geschichte gibt. Es wäre natürlich töricht anzunehmen, dass Geschichte nur in den Werken von Geschichtswissenschaftlern existiert. Geschichte ist Teil der Populärkultur. Geschichte hat ein ganz eigenständiges Leben entwickelt, oder sagen wir eher der Umgang mit Geschichte, die Verfremdung von Geschichte. Die Weltherrschaft der Nazis ist ein beliebtes Thema der Popkultur. Warum übt dieses fiktive Szenario bis heute eine so große Faszination aus? Etwa in Computerspielen. Viele Leute wollen sich damit beschäftigen, weil sie es einfach nicht verstehen können, wie konnte sowas passieren, und befassen sich damit sehr genau. Und dazu gehört natürlich auch das Gedankenspiel, was wäre denn, wenn es noch weitergegangen wäre. Ich weiß, es klingt absurd, aber was wäre eigentlich, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Wie würde die Welt heute aussehen? Diese Frage, die wird mir sehr, sehr häufig von euch gestellt. Als Mr. Wissen to go beschäftigt sich auch Mirko Drotschmann mit diesem Thema. Mit Erfolg. Die Resonanz war riesig. Ich war da gerade im Urlaub und hatte nicht damit gerechnet, dass sich viele Leute das Video anschauen. Und plötzlich hatte ich nach einem Tag, glaube ich, 1 Million Klicks. Sogenannte Reenactors spielen die Geschichte gleich selbst nach. Vor allen Dingen in den USA ist der Zweite Weltkrieg ein großes Thema. Bei ihren Treffen inszenieren die Wochenendkrieger historische Schlachten vor einem riesigen Publikum. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Leuten Geschichte schmackhaft macht und ihnen zeigt, okay, Geschichte ist zwar passiert und das ist vergangen, aber man kann sich damit trotzdem gedanklich auseinandersetzen. Und es ist wichtig, die Geschichte zu verstehen, damit wir die Gegenwart verstehen. In Großbritannien beschäftigen sich seit den 60er Jahren Filme und Bücher mit der Frage, wie das Leben unter deutscher Herrschaft ausgesehen hätte. Der Roman Fatherland wurde in 30 Sprachen übersetzt und mehr als 6 Millionen Mal verkauft. Zu den neuesten fiktiven Werken, in denen die Nazis über England herrschen, gehört die BBC-Serie SS Great Britain. Es reizt viele Leute, dieses Alternativszenario durchzuspielen. Natürlich prägt der Zweite Weltkrieg ganz entscheidend unsere Epoche bis heute. Deshalb wollen sie sich mit dieser Zeit beschäftigen. Doch Filmen über eine Nazi-Weltherrschaft wie The Man in the High Castle wird auch vorgeworfen, deren Schrecken zu verharmlosen. Ein berechtigter Einwand? Ich glaube, wenn man Sendungen, Videos, Bücher, Filme macht, die davon ausgehen, dass Hitler den Krieg gewonnen hätte, dann führt das nicht zur Verharmlosung. Zumindest dann, wenn die Filme so gestaltet sind, dass sie realistisch sind. Wenn die Filme aufzeigen, was denn wirklich passiert wäre, dass der Schrecken sich fortgesetzt hätte, dann, finde ich, sorgt das eher für ein Bewusstsein. Nämlich für ein Bewusstsein dafür, dass auch so eine Zeit jederzeit wieder beginnen könnte. Andere Filme wie Iron Sky übertreiben die NS-Mythen maßlos und geben sie damit der Lächerlichkeit preis. Ein Weg, dem die Geschichtswissenschaft nicht folgen will. Die Alternative darf nie in Respektlosigkeit vor den Opfern ausarten. Die Alternative muss immer aufbauen auf dem, was tatsächlich geschehen ist.
Wenn die Alternative reine Unterhaltung geworden ist, ist sie für die Geschichtswissenschaft eigentlich uninteressant und muss sich fragen lassen, was für Ziele sie tatsächlich verfolgt. Normandie, 6. Juni 1944. Die westlichen Alliierten stürmen den von den Nazis propagierten Atlantikwall. Gleichzeitig starten die Sowjets eine Großoffensive und treiben die Wehrmacht vor sich her. Die Deutschen befanden sich seit Stalingrad langsam, aber sicher auf dem Rückzug. Die Niederlage im Osten war im Grunde absehbar. Eine Gruppe von Widerstandskämpfern um Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, ist jetzt zum Handeln entschlossen. Sie wollen Hitler mit einer Bombe töten. Am 20. Juli 1944 setzen die Attentäter ihren Plan in die Tat um. Es war extrem knapp. Also es war wirklich absoluter Zufall. Stauffenberg hatte seine Bombe in eine Aktentasche mitgebracht. Und er hatte die auf die Seite des Tisches gestellt, auf der auch Hitler stand, in dieser Baracke, wo die Lagebesprechung stattfand. Und dann ist er rausgegangen und dann hat ein anderer Teilnehmer der Besprechung diese Aktentasche verschoben auf die andere Seite dieses schweren eichernen Tischfußes. Um 12.42 Uhr zerfetzt die Bombe den Besprechungsraum. Doch Hitler überlebt den Anschlag. Der Führer besucht im Lazarett die bei dem Attentat verletzten Mitarbeiter und Angehörigen des Wehrmachtführungsstabes. Die NS-Propaganda feiert das Überleben Hitlers als Wunder. Die Attentäter dagegen werden gnadenlos verfolgt. Stauffenberg wird noch in der Nacht des 20. Juli hingerichtet. Hitlers Rache kostet in den nächsten Monaten vielen weiteren Männern das Leben. Für alle ist das ein ganz wichtiger Punkt gewesen, nicht mehr mitzumachen. Und es war ihnen klar, dass sie am Rande des Todes schwebten. Hitlers Krieg geht weiter. Millionen von Soldaten und Zivilisten werden noch sterben. Zahllose Städte in Schutt und Asche versinken. Auch in den Vernichtungslagern läuft das Mordprogramm der Nazis weiter. Bis zur Eroberung Berlins durch die Russen vergehen noch 9 lange Monate. Doch was wäre gewesen, wenn Stauffenbergs Bombe am 20. Juli Hitler getötet hätte? Wie wäre es dann ab dem 21. Juli 1944 in Deutschland und an den Fronten weitergegangen? Ein Bürgerkrieg wäre wohl die Folge gewesen. Die Nazis würden brutal zurückschlagen. Gehandelt haben Göring und Himmler. Und sie haben die Niederschlagung des Widerstandes organisiert mit Hilfe von Goebbels, der in Berlin saß und die Propaganda sofort entsprechend laufen ließ. Dieses Szenario kann man auch genauso ansetzen, wenn Hitler nicht mehr gelebt hätte. Göring ist schon lange Hitlers Stellvertreter. Himmler kommandiert die Polizei und fast 600.000 Mann Waffen-SS. Und Goebbels kontrolliert die Medien und den ganzen Propaganda-Apparat. Eine mächtige Allianz. Wahrscheinlich hätten diese Nazis auch ohne Hitler bis zum Ende weitergekämpft. Mit einem ähnlich zerstörerischen Resultat. Doch was wäre gewesen, wenn die Nazi-Gegner die Oberhand behalten hätten? Die Verschwörer hofften darauf, ein Ende des Krieges mit Britannien und den Vereinigten Staaten zu verhandeln, nicht aber mit der Sowjetunion. Das hätte natürlich die Karten komplett neu gemischt. Auch die neue Regierung hätte den Krieg wohl fortgesetzt. Vielleicht hätte sie aber alle Kräfte nach Osten verlegt, um den Vormarsch der Sowjets aufzuhalten. Das hätte den Amerikanern den Weg ins Reich geöffnet.
Vielleicht wären es dann sie gewesen, die als erste Berlin erreicht hätten. Doch wären die Westalliierten auch bereit gewesen, mit den Deutschen gemeinsame Sache gegen die Russen zu machen? Wie es die Verschwörer sich erhofften? Wenn es die Putschisten tatsächlich geschafft hätten, die Regierungsgewalt zu übernehmen, dann hätte das sicherlich dazu geführt, dass der Krieg schneller beendet werden kann. Ich denke, dass die Alliierten auf der bedingungslosen Kapitulation weiterhin beharrt hätten, aber vielleicht bereit gewesen wären, irgendwelche Zugeständnisse für die Zeit nach dem Krieg zu machen. Churchill hat ja einfach auch kein Interesse daran, Stalin noch weiter nach Westen vorstoßen zu lassen. Das ist sicherlich richtig und das hätten die Verschwörer zunächst einmal versucht auszunutzen, indem sie ja solche Angebote machen wollten, an die Alliierten, an die Westalliierten, die Briten und die Amerikaner, sich mit denen zu verbünden, gemeinsam gegen die Russen zu kämpfen. Das war aber ja auf Seiten der Westalliierten überhaupt nicht denkbar. Die Alliierten hätten auch von den Nazi-Gegnern die bedingungslose Kapitulation gefordert. Wenn sie wirklich Frieden haben wollten, mussten sie dieser Forderung zustimmen. Sie hätten sich auch damit abfinden müssen, dass die Allianz zwischen der Sowjetunion und den Westmächten nicht aufzubrechen war. Ein früheres Kriegsende hätte dennoch zahllose Menschenleben gerettet. Viele Städte wären nicht zerstört worden. Und der Holocaust wäre früher beendet worden. Stauffenberg ist ja zu dem Attentat ganz massiv motiviert worden durch die Vernichtungsaktionen, die er im Osten miterlebt hat, diesen Massenmord, der da stattgefunden hat. Um das große Menschheitsverbrechen zu beenden, riskieren die Widerstandskämpfer alles. Die Opposition gegen Hitler, dann auch diejenigen, die das Attentat letztlich vorbereitet haben, waren unglaublich mutig. Denn ihnen war natürlich klar, dass sie ihr Leben verlieren würden, dass ihre Familien auch in Gefahr war. Denn unter den Nationalsozialisten galt ja Sippenhaft. Also von daher ist das gar nicht hoch genug zu veranschlagen, was diese Menschen damals in dieser ruchlosen Diktatur gemacht haben. In Deutschlands dunkelster Zeit bewiesen Stauffenberg und seine Mitstreiter, dass Widerstand möglich war. August 29, 1944. US-Truppen feiern mit einer Parade die Befreiung von Paris. Der Jubel kennt keine Grenzen. Die endgültige Niederlage Nazi-Deutschlands scheint nur noch eine Frage der Zeit. Hitler hofft auf seinen letzten Trumpf. Wunderwaffen. Zum Teil noch im Bau, wie die England-Kanone. Zum Teil in der Erprobung wie ein neuer U-Boot-Typ, zum Teil bereits im Einsatz wie ein Düsenjäger. Würden sie doch noch die Wende bringen? Hitler hat sich sehr für Wunderwaffen interessiert, in jeder Form, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Aber der große Aufwand hat sich kaum gelohnt. Es wäre sinnvoller gewesen, sich auf vorhandene Waffensysteme zu konzentrieren und deren Produktion zu forcieren, anstatt mit großem Aufwand Waffen zu entwickeln, die nicht hielten, was sie versprachen. Besonders eine Waffe nährt die Hoffnung der NS-Führung. Die erste funktionsfähige Großrakete überhaupt. Von Goebbels Vergeltungswaffe 2, kurz V2, getauft. Technologisch beeindruckend, doch militärisch sinnlos. Bei ihrer Produktion und ihrem Einsatz kommen Tausende von KZ-Häftlingen und Zivilisten ums Leben. Doch den Kriegsverlauf kann die Rakete nicht mehr. Doch den Kriegsverlauf kann die Rakete nicht mehr ändern. Das wäre bei einer anderen neuen Waffentechnologie viel eher der Fall gewesen, der Atombombe.
Nach den erfolgreichen Uranversuchen von Otto Hahn wird man sich sehr schnell darüber klar, dass man die Atomenergie zu friedlichen und zu kriegerischen Zwecken nutzen könnte. Ab Anfang 1939 wird geforscht dazu, zunächst mal im Erziehungsministerium, dann aber auch im Heereswaffenamt. Also man denkt sehr schnell an die Bombe. Das Problem ist ein doppeltes. Zunächst mal gibt es Kompetenzengerangel zwischen den Wissenschaftlern und den beteiligten Institutionen. Zum anderen hat man die Rohstoffe, die man für die Bombe braucht, nicht in ausreichender Menge. Kein angereichertes Uran und kein schweres Wasser. Was aber hätte die Voraussetzung dafür sein müssen, dass Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg doch zu einer Atommacht geworden wäre? Die Nationalsozialisten hätten jüdische und sozialdemokratische Physiker nicht verfolgen und vertreiben dürfen. Die Nationalsozialisten hätten gegenüber den verbleibenden Wissenschaftlern sich ganz anders verhalten müssen. Der Nationalsozialismus war eine populistische, eine anti-intellektuelle Ideologie. Die Nationalsozialisten hätten eigentlich keine rabiaten Antisemiten sein dürfen. Sie hätten nicht rabiat anti-intellektuell sein müssen. Sie hätten eigentlich nicht die Nazis sein dürfen. Dann wäre es ihnen vielleicht gelungen, eine Atombombe bauen zu lassen. Anders in den USA. Seit 1942 wird im Manhattan-Projekt der Bau der Bombe forciert. Am 16. Juli 1945 explodiert die erste Atombombe. Es ist viel komplizierter, eine Atombombe zu bauen, als viele denken. Ansonsten würden die meisten Terrorgruppen weltweit bereits eine haben. Es geht nicht darum, die Theorie zu verstehen. Es geht vielmehr darum, eine funktionierende Waffe und ein passendes Trägersystem zu entwickeln. Keine drei Wochen nach erfolgreichem Test hebt ein US-Bomber von der Pazifikinsel Tinian ab. Sein Ziel? Hiroshima, Pazifikinsel Tinian ab. Sein Ziel? Hiroshima. Am 6. August 1945 explodiert die Atombombe 600 Meter über der Stadt. Sie tötet 70.000 Menschen sofort. Bis zu 150.000 sterben an den Folgen. Drei Tage später folgt eine weitere Bombe auf Nagasaki. Japan kapituliert. Das größte Blutvergießen der Geschichte ist vorbei. Doch ist auch ein anderes Ende des Zweiten Weltkriegs denkbar? Was wäre, wenn entgegen aller Wahrscheinlichkeit nicht die USA, sondern Nazi-Deutschland die Atombombe gebaut hätte? Seit Hitler Ende 1941 den USA den Krieg erklärt hat, träumt er von einem Angriff auf die amerikanische Ostküste. Was wäre gewesen, wenn die Deutschen 1945 eine Atombombe über New York abgeworfen hätten? Hätte Hitler dann noch im letzten Augenblick den Krieg gewonnen? Oder wäre alles ganz anders gekommen? Was passiert wäre, wenn die Deutschen eine Atombombe eingesetzt hätten? Nun, die Alliierten hätten Deutschland in Grund und Boden gebombt. Es hätte nicht den Ausgang des Krieges verändert, aber zu einer weiteren Eskalation der Gewalt geführt. Das Schreckensszenario einer deutsch-japanischen Weltherrschaft dagegen war nie eine ernsthafte Option. Tatsächlich gab es Nazis in den USA. Deutschstämmige Amerikaner, die mit dem NS-Regime sympathisierten. Doch eine Eroberung Amerikas und eine Weltherrschaft der Nazis bleibt reine Fantasie. Ebenso wie die Welthauptstadt Germania, die Hitler nach dem Endsieg in Berlin errichten wollte. Heute ist Berlin eine weltoffene und pulsierende Metropole. Doch setzen wir einmal das Gedankenspiel fort. Wie hätte unsere Gegenwart unter den Nationalsozialisten ausgesehen?
Angenommen, die Nationalsozialisten hätten entgegen aller Wahrscheinlichkeit diesen Krieg gewonnen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass ihre Herrschaft eine sehr langfristige gewesen wäre. Sie wäre furchtbar, dunkel, grauenhaft gewesen und ich fürchte ehrlich gesagt, dass die auch nicht nach wenigen Jahrzehnten beendet worden wäre, diese Schreckensherrschaft. Zunächst mal teile ich Ihre Schreckensversion einer NS-Herrschaft, die jetzt wild und enthemmt um sich schlägt. Ich denke aber, dass die Energie nach wenigen Jahren verpufft wäre. Die ganz großen Gewaltwellen wären wahrscheinlich ausgeblieben. Das System an sich wäre intakt geblieben, ähnlich wie das sowjetische System ja auch nach dem Ende von Stalins Herrschaft intakt geblieben ist. Unter Stalin siegt die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Nach dem Tod des Diktators besteht das System zwar noch für Jahrzehnte fort, doch Unterdrückung und Ineffizienz lähmen die Großmacht, bis sie auseinanderbricht. Wäre ein ähnliches Schicksal auch einem totalitären Dritten Reich nach dem Tod Hitlers beschieden gewesen? Zumindest bleibt zu hoffen, dass auch eine nationalsozialistische Weltmacht über kurz oder lang an ihren inneren Widersprüchen und ihrer eigenen Zerstörungswut zerbrochen wäre. Die Frage, was wäre, wenn, wirft ein neues Licht auf Hitler und seinen Krieg. Mancher Mythos über das Dritte Reich bleibt dabei auf der Strecke. Auch aus kontrafaktischer Perspektive sehe ich nicht, wie die Deutschen den Krieg hätten gewinnen können. Sie besaßen ein ineffizientes politisches System mit einer verwirrenden Ämtervielfalt. Es war geballte Inkompetenz, die sich hinter schicken Uniformen verbarg. Weder ein Sieg in Europa noch gar die Weltherrschaft sind unter Hitler realistisch. Denn dafür ist die Nazi-Herrschaft zu irrational und zu menschenverachtend. Das Gedankenexperiment eines deutschen Sieges führt aber zu einem anderen wichtigen Resultat. Wenn wir uns die Diktatur denken, merken wir, wie wichtig der Dialog ist. Wenn wir uns die Diktatur denken, merken wir, wie wichtig die Grundrechte sind, die Freiheiten, an die wir uns so gewöhnt haben, dass wir nicht mehr genug darüber nachdenken. Selbst die Tötung Hitlers hätte den Geschichtsverlauf kaum komplett verändert. Aber auch dieser Fall eröffnet neue Perspektiven. Die Vorstellung des Nationalsozialismus ist mittlerweile eine, dass das absolut böse ist. Und mit dem absolut Bösen will man natürlich nichts zu tun haben. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man selbst, dass die eigene Familie Teil davon gewesen ist. Aber das war die eigene Familie natürlich. Und wenn man selbst in dieser Zeit leben würde, wenn man in einer ähnlichen Zeit wieder leben würde, dann hätte man ganz genau solche Entscheidungen zu treffen, wie die Menschen sie damals getroffen haben. Die kontrafaktischen Fragen zum Nazireich und einem alternativen Verlauf der Geschichte machen deutlich, dass die Vergangenheit noch längst nicht vergangen ist. Die Geschichte wird im Grunde immer wieder auch umgeschrieben. Geschichtsbetrachtung ist ja nichts Statisches. Es gibt kein Ausgeforscht. Jede Generation schreibt die Geschichte neu. Das gilt vor allen Dingen immer wieder auch für die Frage, was wäre, wenn?